Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel von Mist Survival. Mit einer kleinen Verspätung am Anfang des neuen Jahres 2020 kam endlich das Update zu Mist Survival zur Version 0.3.10. Mittlerweile gab es auch noch gleich, ich glaube am selben Tag oder am nächsten Tag einen Hotfix, weil es da schon Probleme gab. Wir sind jetzt also in der aktuellen Version von 0.3.10.1. Dritte Staffel steht am Start, sollte eigentlich zu Weihnachten kommen, das Update, aber der Entwickler hat sich schon dafür entschuldigt, dass er auch noch ein paar Tage länger braucht. Und jetzt am Anfang des neuen Jahres 2020 war es endlich soweit, dann kam endlich das Update, das heißt dritte Staffel von Mist Survival steht am Start. Das Gute ist, wir sind hier quasi am Ende der zweiten Staffel, das heißt, wir können unseren alten Spielstand benutzen, was ich richtig gut finde. Und es gab so einige Neuerungen, auf jeden Fall die Mine wurde neu gemacht, die Talk-Funktion mit unseren NPCs wurde jetzt gemacht, bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Einige Items wurden hinzugefügt und ja, also es gibt ein bisschen was zu entdecken, die Mine und vielleicht auch noch diese Items, paar Puzzles, die neu dazugekommen sind. Und ansonsten, ja, wie gesagt, hauptsächlich, glaube ich, wurde jetzt was in der Mine gemacht. Animation für Rachel wurde noch irgendwie hinzugefügt, beziehungsweise geändert. Und es gibt jetzt auch Explosionsfässer. Das klingt doch sehr, sehr, sehr vielversprechend. Das schauen wir uns alles an. Das wird aber auf jeden Fall eine kürzere Staffel als Staffel 1 oder gar Staffel 2. Daher sieht der Sendeplan jetzt vor. Heute am Samstag beginnt ja Staffel 3. Dann geht es weiter nächste Woche am Dienstag und am Donnerstag. Und so wird das dann quasi wöchentlich fortgeführt, die dritte Staffel von Mist Survival, weil wir, wie gesagt, nicht so viel hier zu tun haben in Mist Survival. Eher was ja, mal anschauen, gucken, was da neu ist. Und da ist es vielleicht besser, wenn wir das so machen, dass wir Dienstag und Donnerstag quasi die dritte Staffel Let's Play zu Mist Survival machen. So habe ich dann quasi bis auf Samstag immer jeden Tag zwei Projekte laufen. Ist vielleicht besser so, als wenn ich teilweise drei Projekte am Tag laufen habe, aber die dritte Staffel von Mist Survival nach einer Woche einfach schon wieder zu Ende ist. Wäre natürlich auch ein bisschen blöd. So können wir uns doch ein bisschen die Spannung hochhalten, was es denn so alles Neues in Mist Survival gibt. Ja, wie gesagt, wir sind hier am Spot. Hier haben wir in der zweiten Staffel aufgehört. Hier beginnt die dritte Staffel und ich bin echt gespannt. Ich freue mich jetzt schon wieder auf unsere Base, die wieder zu sehen. So, ich muss jetzt natürlich, jetzt habe ich einen Haufen andere Spiele gespielt, mich hier erstmal wieder reinfuchsen. Mit E kann ich hier öffnen. Was ist denn das? Small Animal Meat verbrannt. Hunger haben wir jetzt keinen wirklich, aber wir können was trinken. Wie war denn das? Rechtsklick. Drink until enough. Muss mich erstmal wieder reinfuchsen. Komm, hier ist ein, ich weiß nicht, ob das gut ist. Guck mal, wie das Durst wieder runterzieht. Okay. Munition, Hammer, Messerhammer, Fetthammer zum Einschmelzen. Das ist für Pfeile, Bogenhammer. Scharfschützengewehr, Sniper. Shotgun. Da haben wir 7 Schuss. Die Pistole hatten wir noch mit 41 Schuss. Das ist Snipergewehr. 34 Schuss. Ein Sledgehammer. Die Groberhammer. Benzin mit 2,6 Liter. Ist jetzt auch nicht so viel. Einmal Antibiotika und einmal Schmerzmittel. Ich weiß nicht, ob da was gemacht worden ist. Ich glaube nicht. Zumindest habe ich jetzt nichts gelesen davon. Und ein Kampfmesser haben wir dabei. Okay. Die Hühnchen, die sind verbrannt. Die haben wir raus. Okay, also hier kam schon mal nichts Neues dazu. Also gespawnt scheint hier erstmal nichts zu sein. Guck mal, das sieht also aus, als wäre da in der Luft, oder? Eevee Inventar bitte. Ja, so sieht es doch schon besser aus. Aber sieht trotzdem noch ein bisschen komisch aus. So, und da steht unser Pickup. Gucken wir gleich mal nach, was wir hier alles drin hatten. Wenn überhaupt irgendwas drin ist. Ah, unsere Ausruhebank, alles klar. Dann war unser Pickup soweit leer. Ich weiß es absolut nicht mehr. Hier haben wir irgendwelche kleinen Kofferschen. Ach ja, da hatten wir da irgendwie unsere Spitzhacke drinnen, ne? Für die Mine. Oder auch nichts. Jetzt sag nicht, dass das auch alles leer ist. Das wäre blöd. Ich komme hier gar nicht ran. Jetzt. Eine Spitzhacke haben wir. Okay, alles klar. Leer. Leer. Getränke, was zu essen.
Wir haben jetzt Tag 101, 19.23 Uhr. Das heißt, die Nacht bricht gleich wieder herein. Eine Axt, ein Baseballschläger, eine Säge. Hier hatten wir... Ah ja, genau, die Autoteile. Ich bin mal gespannt. Oh, Baumstämme. Baumstämme. Nichts. Nichts. Baumstämme. Baumstämme. Warum haben wir so viele Baumstämme hier drin? Bin ja mal gespannt, ob unsere Motoren... Ach du Scheiße, ja, da hatten wir, wir hatten ja ein Motorenproblem, ne? Wir hatten ja gar keine Motoren mehr. Ob die, nee, F ist Drive, Engine Start ist E, ob die Motoren, die zurückgekehrt sind. Aber es ist immer noch ganz schön dunkel, ne? Licht ist R. Und das Lichtproblem mit den Scheinwerfern haben sie auch noch nicht hingekriegt. Okay, das ist immer noch so. Ach, ärgerlich. So, dann düsen wir jetzt mal ganz schnell zurück in unsere Base. Jetzt gerade gar nicht mehr, wann die Zombies kamen. Ich hätte jetzt 22 Uhr gesagt, aber das kann ich auch natürlich wieder verwechseln mit 7 Days to Die, was wir ja gerade aktuell laufen haben. Aber okay, da schnüffelt jetzt halt Bob mal einmal in 7 Days to Die rein und einmal hier in Mist Survival. Wie gesagt, so lang wird dieses Let's Play der dritten Staffel von Mist Survival jetzt nicht gehen. Mal kurz, ob hier irgendwas zurückgespawnt ist. Ich weiß absolut nicht mehr, wann. Wann die Zombies draußen sind. Das ist schon peinlich, oder? So lange Pause jetzt schon wieder gehabt mit Mist Survival. Das ist alles leer. Schade, kein Loot zurückgekehrt. Okay. F. Gut, komm. Wir fahren jetzt erstmal zurück in unsere Base. Zum Glück weiß ich noch, wo die ist. Wann kommen denn die Zombies? Autos, die konnten wir ja auch mit dem Sledgehammer dann zerschlagen, ne? So, da waren wir auch schon. 5 Uhr am Morgen sind sie auf jeden Fall weg. Es gibt ja diese Nachtzombies mittlerweile, nicht nur die Tagszombies, sondern auch die Nachtzombies. Jetzt auch kaputte Waffen, die zum Beispiel auch hier unsere Banditenfreunde fallen lassen können. Da bin ich auch mal drauf gespannt, wie das aussieht und was du damit machen kannst. Das sind auch solche neuen Items. Defekte Waffenteile quasi. Boah, geil. Mega, ich freue mich so. Ich freue mich so. Oh, endlich wieder in unserer Base. Ich weiß noch, was das für eine Schweinearbeit war. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir hier reingesteckt haben. So, das müssen wir mal aufmachen. Und wir sehen gleich unsere NPCs wieder. Also ich hoffe, dass sie noch da sind, ne? Haben die Bäume schon immer angeschlagen? Ja, dein... Da steht die Kate, die gute Kate. Die hat schon mal wieder festgebackt. Ach. Und täglich grüßt das... Murmeltier. Was ist das denn? Ich komme noch nicht mehr raus. Jetzt. Hey, was ist das denn? Warum haben wir uns jetzt über... Oh Gott. Also das Problem mit dem Auto gibt es immer noch, so wie es aussieht. Haben wir Licht? Boah, ja, aber oh, das war schon mal stärker, oder? So, wir machen erstmal unsere Tore zu. Jetzt sind wir erstmal safe. Ich weiß auch nicht, ob die Banditen mittlerweile auch aktiv sind. Oh, da ist Scott. Scott ist auch da. Wo ist Rachel? Oh. Rachel hat eine Animation bekommen. Sie lehnt sich jetzt an. Waffenhalster. Ach, klappt das jetzt mit der Pistole? 19.55 Uhr. Ich bin gespannt. Ich weiß echt nicht mal, wann die Zombies rauskamen. Gucken wir gleich mal wegen der Interaktion. Talk funktioniert jetzt. Yes. Rachel, Punkt, Punkt, Punkt. Rachel. Nichts. Grüße.
How are you today? Linke Maustaste. Wow. Du hast da komische Achselhöhlen. Ist egal. Das war die Konservation. Grüße. Ja, das läuft. Das läuft. Oh Gott. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Nichts. See you around. Warum soll ich mich around? Warum soll ich mich umgucken? So, habe ich gemacht. Und jetzt? Gibt es noch andere Texte? Were you going hunting today? Nee, heute nicht mehr. Ist schon so spät. Okay, es sind so kleine Sätze. Wenn sie grüßt, dann redet sie mit dir. I'm afraid that your... Nee, that our food won't be enough. Essen die jetzt mittlerweile? Ist das so, oder... Wie sehe ich denn das? Warte mal, wie war denn das? Status. 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 Crafting. Nee, das, ach, hier. Nee. Kann man da jetzt mittlerweile Sachen anziehen? Das müssen wir auch mal ausprobieren. Einmal komplett alles neu hier, bitte. So, jetzt wollte ich mal gucken, ob die Waffe das... Oh, es klappt endlich. Tatsächlich, und sie hat den Monster drin. Na dann hab ich... Nee, warte mal. Zwei. Ich würde die mal mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob da was drin ist. Split one. Dann kriegst du auf jeden Fall... Die. Kommt gleich wieder zu dir, ja? Nicht wegrennen. Auf jeden Fall sollen die NPCs es jetzt auch schaffen, die Türen von selber zuzumachen. Deswegen Vermutung, in Staffel 2 war ja ständig hier immer irgendein Tor offen, dass das ein NPC gemacht hat. Ach, siehste, hier, ja, hat schon wieder glatt vergessen, ne? Hatten wir nicht irgendwo einen Wagenheber? Hier. Wo ist denn jetzt? Ach, ich lasse den mal hier vorzeitig los, ne? Inventar. Auch daran muss ich mich noch gewöhnen. Wagen. Ach, gedrückt halt den bitte. Bob, jetzt stell dich nicht so an. So. 4. A to use. Zack. Ja, mach mal 30 Minuten. Deswegen wäre es so cool, wenn die Musik wieder da wäre. Die Melodie. Dann wüsste man, wann die Zombies wieder draußen sind. So, gedrückt halten. Jetzt klappt's. Na, das geht doch. Alles nur Übungssache. Jetzt hier nochmal reinfahren oder so, jetzt nicht aus mit, nee. Motor mit E, aussteigen mit F, so rum. So, dann helfen wir mal Kate hier kurz aus der Bretouille. Und der auch ein Waffenhäuser. Hey, hi, was sagst du denn so schön, wenn ich dich grüße? I want to shoot. Ja, du bitte. Das ist typisch Kate. Du willst immer irgendjemanden erschießen. Ja, gut. Du wiederholst dich jetzt. Das macht jetzt auch keinen Spaß. So, dann machen wir hier auch mal kurz den Check. Auch hier hält jetzt die Pistole. Und Pistol ist im Halfter. Das ist ja mal mega. Wenn ich die wieder rausnehme, ist sie weg aus dem Halfter. Sehr gut. Wo ist denn Scott hin? Scott, da hinten. Ist auch ein Halfter. Scott hat keinen Halfter. Was ist denn da los? Kann ich ihm keine Pistole geben? Assistant Work. Ah, okay. Da gibt es also nur noch, immer noch nur dieses Bäume fällen. So, was sagst du, wenn ich dich grüße? Jo, mir geht's gut. Und dir? Ja, ich brauche immer eine Hand. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung. Hi. Ja, ich brauche immer eine Hand. Habe ich ja gesagt. Okay. Kann ich dir jetzt auch eine Pistole geben? Das geht. Was? Wow. Wow. Ja, wenn du die wenigstens richtig in das Hosenseitentaschen hältst, ne? So hängt die einfach ja nur da. Auch nicht so schlimm. Quatsch. So, zwei. Das würde ich erstmal wegnehmen. Ah, hier der Goldbahn. Stimmt ja. Damit wir uns mal gut verstehen, ne? Split one, split one. So, die Axt, die kriegst du trotzdem wieder. Ne, das Vehicle, wo ist Kate? Die kriegt auch noch einen Schuss. Ich hoffe, das ist immer noch so, dass das unendlich ist, ne?
So, 2. Yes. Ja. Hi. Hier. Bitteschön. Jetzt gehe ich mal rein. Oh, stimmt ja, wir haben ja Grünplatz. Boah. Was ist denn? Wie viele Kisten haben wir denn gesammelt? Jo, paar Monate Ruhe und schon alles aus dem Auge, aus dem Sinn, ne? Das war unser Zimmer, ne? Jetzt schon. Ist jetzt Schlafenszeit? Ah, genau hier. Hatten wir hier nicht ganz viele Pistols irgendwo? Genau. Ach, wir hatten sogar Revolver. 1, 2, 3. Dann regelt die Guten alle. Tut mir leid. Aber du musst nochmal aufstehen. Gott, oh Gott, bricht dir die Knochen, ey. Das sieht sehr gefährlich aus. Hier bin ich. Hi. Hey. Bitteschön. Jetzt kannst du schlafen gehen. Wir haben es mittlerweile 21.10 Uhr. Ich weiß nicht, ob die Zombies schon draußen unterwegs sind. Kommen die immer 21 Uhr? Kann das sein? Ich weiß es echt nicht mehr. Kate hat sich gerade schlafen gelegt. Jo, hübsch, hübsch haben wir uns den hier gemacht. Wo sind sie denn? Scott. Hier ist Rachel. Die Animation gefällt mir. Gar nicht mehr so hübsch in Erinnerung. Hi. Yes. Ich wollte dir, guck mal hier, bitteschön, damit dein Halfter nicht so leer aussieht. Hast du Scott gesehen? Ich hatte sich nie wieder irgendwo festgepackt, ey. Er schiebt sich dadurch die Gegend. Das ist Kate. Die haben wir bündig hier drunter geprügelt, oder? Ach ja, unsere Hühner. Stimmt. Au, da komme ich nicht durch. Was ist denn Scott? Ah, hier ist unser Garten. Stimmt, ja. Jetzt, wo ich sehe. Hm, genau. Was ist das? Eine Feder. Nehmen wir mal mit. Das war Rachel. Die ist jetzt auch reingegangen. Wann kamen denn immer die Zombies? Ach, hier, Lippen. Sag mal, hast du kein Haus? Ich weiß noch, dass wir ein paar 90 Stunden dafür gebraucht haben. In-game. Hey, bleib doch mal stehen, ich rede mit dir. Das ist unhöflich. Ich nehme dir gleich deine Goldbahn weg. Pass auf, hier. So, jetzt kannst du schlafen gehen. Gute Nacht. Hi. Nee, bleib... Die waren die schon immer so animiert? Ja, läuft. So, was haben wir denn jetzt hier? Das glaube ich nicht, das glaube ich auch nicht. So, gehen wir hier hoch. Genau, das war mein Zimmer. So. Und die hat hier drüben eigentlich schon noch gebracht. Ist das immer noch so buggy? Guck so. Rachel. Fremdschläferin. Scott und Kate. So. Wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Ist sie gerade an uns vorbei? Tatsächlich. Leise Türe zu. Keine Ahnung, wo ist. Kate schläft bestimmt wieder in unserem Haus. So, das war unser Wasserversorgung, ne? Unser Wasservorratsspeicher hier. 100 Liter, 100 Liter, 50 Liter, 0 Liter. Okay, also wir haben 52 Liter. Das könnte man abbauen können. Das habe ich aber gelassen wegen der Optik, ne? So, jetzt will ich mal kurz hier oben hingucken gehen. Wir haben es jetzt 21.30 Uhr. Ah, schade, dass sie die Melodie rausgenommen haben. Dass du halt nicht mehr erkennst, wann die aktiv sind, ne? Stimmt, Autos hatten wir auch hier draußen platziert, wegen der Lichtquelle, ne? Gut, dann, ja, würde ich sagen, gehen wir erstmal eine Runde schlafen. Wenn es taghell ist, gucken wir dann mal weiter, was so vielleicht im Menü neu ist. Ob da überhaupt was Neues dazugekommen ist. Ja, Rachel hat halt leider kein Geld für eine ganze Hose, ne? Ein Glück können wir nicht ranzoomen. Was hatten wir denn hier alles?
Handschuhe. 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 Tomaten. Nähzeug. Bandagen. Warum habe ich keine Bandagen eigentlich einstecken? Och ja, gedrückt halten. Ich werde es in der dritten Staffel noch lernen. Ich verspreche. Schmerzmittel, Antibiotika. Sachen. Könnte man mal ausprobieren, ob man den jetzt Sachen anziehen kann. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. E für West. 5, 6, 7 Stunden. Mal gucken, ob wir durchschlafen können. Ja, das sieht doch gut aus. Eine sehr, sehr ruhige Nacht. Also 4 Uhr ist, glaube ich, immer dann... Nee, Entschuldigung. 5 Uhr ist dann immer der Morgen vorbei. Oh, guck mal, das brennt hier noch alles. Das ist ja nice. Ich muss erstmal wieder einen Überblick irgendwie bekommen davon. War das jetzt sauberes Wasser? Hier steht safe. Hier steht auch safe. Das wird die Destille hier bestimmt gemacht, ne? Gut. Das Licht kann ich erstmal ausmachen. Nichts. Nichts. Ja, auch nichts. Weg. Läuft. Ich würde aber die Kiste haben. Jetzt auch nichts. Das ist unser Kochstand. Zucker und leere Flaschen. Zucker und leere Flaschen. Was zu essen? Nichts. Leere Wasserflaschen. Gefüllte Wasserflaschen. Ach. Die billige Import-Cola. Wow. Buß. So viele Schnapsflaschen und leere Flaschen. Essen, Essen, was alles ein bisschen langsamer schlecht wird, so wie es aussieht. Salz zum Pöckeln, alles klar. Und noch mehr Zucker. Haben wir noch im Kühlschrank was? Tatsächlich, wird blöd, ey. Dann, guck mal hier, das wird so. Also, ich denke mal, 3 werden reichen. Inventar. Essen. Man muss sich halt erstmal dran gewöhnen. Mal einen können wir noch essen. Jetzt ist es 5 Uhr am Morgen. Jetzt ist es auf jeden Fall vorbei. Das kannst du ja mitnehmen. Das Fett können wir doch gleich direkt. Haben wir hier irgendwas noch drinne? Haben wir nicht. Haben wir nicht. Holz hatten wir immer in der Garage, ne? Das mal zu, dass die NPCs nicht mehr hängen bleiben. Baumstämme. Stimmt, Baumstämme. War das das hier? Stimmt, das hatte der in der zweiten Staffel auch ein Update gekriegt, ne? Bretter. Boah. Äste, Stickies, okay, das ist leer, Steine, Federn, guck mal hier, hab ich was für dich, kann ich da was reintun, Blätter, das waren die Motorenabteilung, also alles rund ums Auto, was, 80 Liter Kanister haben wir alle voll, läuft doch, 3 Räder, hier war nichts drin, aber ach, da waren die Motoren drin, hier haben wir die Batterien und hier sind die Zündkerzen, jawohl. Stimmt, dieses elende Motorproblem. Ich hoffe, das haben die in den Griff gekriegt. Klebeband, alles klar. So, jetzt wollte ich jetzt hier erstmal schnell das Fett irgendwie schmelzen. Wenn wir einmal dabei sind. Split half. So, dann müsste das ja gehen, ne? Yes. Und hier kann ich das jetzt, glaube ich... Ja. Genau, so war das. 3, 4, dann hätten wir noch 2. So, dann haben wir hier unten, das ist die Wasseraufbereitung. Und genau, draußen war schmutziges Wasser. Hier drin haben wir das in den beiden, das saubere Wasser aufbewahrt. Das ist die Moonshine-Distille, da können wir den Schnaps herstellen. Genau. Ach, man muss sich echt erstmal wieder reinfuchsen. Hier haben wir auch noch. Essen, Spinde,
voller Batterie. Na, der war leer. Der Generator, alles klar. Wir hatten ja Lichter installiert. Komm, wir gucken gleich mal hier weiter. Hier müsste Werkzeug drin gewesen sein. Genau, Sägen. Hammer, Schraubenzieher. Haben wir den für irgendwas gebraucht? Und Äxte, okay. Metal Scraps. Metal Scraps. Metal Scraps. Und Components. Oh. Was ist denn das hier? Das ist aber nicht gut, ne? Du musst, wenn, dann hier rein. So. Da müssen wir auf jeden Fall auch mal wieder auffüllen. Was haben wir hier? Kohle. Zum Craften. So, das ist die Munitionswerkbank. Hier können wir Munition herstellen. Da ist aber nichts zu machen. Also zumindest nichts Neues. Seile, Nägel, Platinen. Bäh. Tierke Dame. So, Workbench. Gibt es denn hier irgendwas Neues? Auf Level 2. Was ist denn Level 2, bitte? Ist da irgendwas Neues? Level 2. Click Gear to Upgrade. Screwdriver. Können wir herstellen? Ich weiß gar nicht mehr, für was wir den gebraucht haben. Aber einen haben wir ja. Gießkanne, das ist richtig. Messer, Bogen... Upgrade. Können wir uns jetzt die Waffen selber craften? Wie geil ist das denn? Das gab es definitiv in Staffel 2 noch nicht. Der Colt, der Revolver. Siehst du, Moment mal, weil es mir gerade einfällt. In Staffel 2 hatten wir das Problem, dass wir die Revolver-Munition nicht craften konnten. Ja, kannst du immer noch nicht. Wie blöd ist das denn? Aber Hauptsache, ich kann mir einen Revolver craften. Hab zwar keine Munition dafür, aber... Ja, was soll's, ne? Sniper kannst du die craften, die Shotgun kannst du die craften, die M4 Rifle kannst du die craften, den Revolver kannst du die craften und den Colt kannst du die craften. Aber keine Munition dazu? That's sick, man. Okay, was kostet mich das Update? 15 Metal Scraps, 4 Zahnräder und eine Military Components. Mal wisst ihr, wo wir Zahnräder hatten. Vielleicht haben wir auch gar keine mehr, ne? Die war leer. Leer. Blätter. Leer. Hier haben wir schon mal ein Militär-Component. Warte mal, wir gehen mal ganz kurz. Mal gucken, ja, das läuft noch. Metal Scraps. Nicht Metal Scraps, Entschuldigung. Was brauchst du? Hammer. 15 Metal Scraps. 8. Split 1. 15. Das haben wir. Und 4 solche. Draußen hatten wir das doch am Amboss machen müssen, oder? Haben wir das da vielleicht eingelagert? Ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier? Low Quality Metal Ingot. Okay. Hier muss man das machen, oder? Ja. 4 brauchst du. Also. Ich brauche 4 davon. Um einen davon zu machen, brauche ich 16 solche Ingot. Uiuiuiui. 4er Hammer. Dann kommt. Die Herrschaften sind auch aufgestanden, das ist sehr schön. So. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel ich damit herstellen kann. 4er Hammer, also brauchen wir noch 8. Oder haben wir zufällig? Ich weiß es nicht. Obwohl wir unsere Reisetasche haben. Unsere Schätze. Nee. Okay. Ah, ist das schön, in unserer Base wieder aktiv zu sein. Ach, herrlich. Okay, haben wir sogar noch 6 Baren Iron Ingot. Das läuft. 4. 8. Habe ich diese 8, die mir fehlen?
4, 8. Ich brauche jetzt 16, habe ich gesagt, ne? 4 mal 4 sind 16, also 12. Das ist richtig. Anderthalb Stunden, let's go. Die Uhrzeit noch, oh, rechnen, ey. Genau, 4 haben wir, 12 werden gemacht, 16. Dann können wir diese Zahnräder machen, die 4 Stück. Kosten mich, wie gesagt, 4 pro Bar, pro Zahnrad 4 Baren. Genau, 16. So, gibt's sonst noch irgendwas, was hier neu ist? Also, dass wir die Waffen craften können, ist auf jeden Fall neu. Schaufel, was kommt denn? Schaufel, die Erde, ne? Okay, hier gab es jetzt nichts spürbar Neues. Okay. Blasenball, war das schon immer so groß? War das überhaupt schon meiner? Ich weiß es nicht. So. Gibt es sonst hier noch was Neues? Ich gucke nochmal kurz durch. Heute ist einfach mal entdecken. Ich sehe schon, wir sind schon wieder eindeutig über der Zeit drüber. Fallen, das ist nichts Neues. Das ist neu. Wenn wir das aber heute in der Folge noch schaffen, wäre das doch gut. Ihr habt erstmal den ersten Einblick gekriegt. Natürlich ist das immer noch nicht alles, ne? Aber wir haben schon mal die Talk-Funktion gesehen, die jetzt aktiviert worden ist, auch wenn die jetzt nicht wirklich sehr viel Sinn hat. Finde ich. Lampen, das war auch so. Okay, das ist nicht neu, nichts Neues dabei. Dann haben auf jeden Fall die Mädels jetzt einen Halfter für die Pistole. Die Pistole kann ich dir jetzt geben. Das weiß ich, dass es in Staffel 2 nicht ging. Rachel, warte, ich helfe dir. Du bist wieder zu blöde dafür. So, bitteschön. Wow, das schaffst du. Machst du auch die Tür wieder zu? Es hieß, ihr macht die Türen zu. Oh, wie die sich anlehnt. Hey, hübsche. Kannst du dir auch nächstes Mal bitte eine Hose holen, die ganz ist? Also, ich finde dich ja richtig hübsch, ne? Aber... So kannst du jetzt nicht rumrennen, ne? Ein Bogen. Stimmt, Sperre gab es ja auch noch. LOL. Haufen Pfeile. So, jetzt gucken wir kurz hier hinten noch nach. Dann haben wir eigentlich erstmal alles soweit. Genau, hiermit konnte man die Erde quasi mit den Schaufeln auffüllen. Genau, genau, genau. Haufen Eimer, Wasser, Wassereimer. Und Gießkannen. Haben wir hier noch was drin? 100 Liter. Oh, voll. Das ist gut. Ich hatte noch neu eingebaut, ne? Genau. Oder? Ist das neu eingebaut? Blind? Nein. Nee, ich glaube, wir haben nichts angebaut. Aber hier. Ja, kommt Zeit, Kamerad. Wollen wir auch mal eine Runde machen. Ah, so, was sagt denn der Schmelzofen? Der sagt... Was nicht anderthalb Stunden vor? Ne, haben wir eine halbe Stunde, zwei Stunden, eine Stunde 70. Ja, dann natürlich. Federn. Ah, Mist. Federn. Ja, richtig. Kann ich nicht rüberziehen? Hm. Das ist jetzt natürlich nicht so prickelnd, ne? So, boah, Fett machen wir jetzt gleich noch mit. Mach die nicht dahin stellt, ich verstehe es nicht. Okay. So. Mann, zwei Stück haben wir noch. Da haben wir das schon mal weg. Was sagt das Feuer? 50 Minuten, das sollte reichen. Da können wir das hier erstmal hier reinstellen. So, gab es jetzt nicht noch ein Baumenü? Tab ist das. Das haben wir. Inventar, wie sieht's? Oh, Durst. Oh, Durst, Inventar. Inventar war das. Trinken bis genug. Das gefällt mir. Harvest, da konnten wir was zerpflücken. Status... Nichts, Equipment. Ja, das ist. Wir rennen die ganze Zeit ohne Hose rum. Eieieiei. Key Items. Das kam auch mit dem letzten Update in der Staffel 2, ne? Gut. Dann will ich mal kurz Hallo rausgehen. Dankeschön. Konnte ich die Barren? Hier. Könnte ich jetzt nicht einschmelzen, ne? Weil überflüssig. So, nicht so dicke, ne? Dann tue ich das mal hier derweil mit rein. So.
Hier hat man alles, hast du Handschuhe, Nähzeug, Stoff, Verbandsmaterial, Antibiotika, nee, Schmerzmittel und das waren, sag mal, Antibiotika. Das werde ich gleich mal ausprobieren wollen. Und die Boots? Ich weiß ja nie, ob das funktioniert. Hi. Hey. Hi. Ich würde dir was zum Anziehen geben wollen. Es ist durchgepackt. Nee, das klappt auch noch nicht. Okay, danke. Das war bloß ein Test. Schade. Das haben sie auch noch nicht hingekriegt. Also anziehen kannst du die auch noch nicht. Gut. Aber immerhin mit Munition und Waffen kannst du schon mal ausstatten. So, und der Einzige, der du wirklich um Hilfe beten kannst, ist immer noch Scott. Gut zu wissen. So, wie sieht es jetzt hier aus? 42 Minuten. Haben wir irgendwo eine Bank zum Sitzen? Hier. 45 Minuten, da sollte die Zeit rum sein. Zack. Tag 102. 7.45 Uhr. Schmelzvorgang ist abgeschlossen. Sehr gut. Damit müssten wir doch jetzt, ne halt, hier müssen wir hin, die hier craften können. 4 Stück brauchen wir, 3 Stunden. Uiuiuiui. Das ist eine Ansage. Aber wir müssen ja relativ sicher in unserer Base sein. Oh, 36 Minuten schon. So was vor der Zeit. Aber man muss ja halt ein bisschen was entdecken können, ne? Müsste ich das updaten können? Dauert eine Stunde. Und dann können wir Waffen craften. Wie geil ist das denn? Also wir haben jetzt alle Waffen. Wir müssen jetzt nicht... Okay, mehr geht nicht. Level 3, das ist also auch neu, dieses Upgrade auf Stufe 3. Cold. Craft Time 0. Da brauchst du 8 Components, 2 Metal Scraps. Ach, und das sind diese neuen... Broken Revolver, diese neuen Waffenteile, die auch die Banditen fallen lassen sollen, ab und zu. Broken Revolver, Shotgun und Broken Hunting Rifle. Also klar, wenn du solche kaputten Teile hast, mit ein bisschen Components und Metal Scraps oder nur Components, kannst du dir dann quasi daraus neue Waffen craften. Das ist ja schon mal geil. Das haben wir schon mal freigeschaltet, also da haben wir auch schon mal was erreicht. Was mich halt ein bisschen wundert, ich kann mir jetzt einen... Das ist ja cool, das liegt ja sogar hier drauf. Ist das? Aber nehmen kann ich es nicht, ne? Das ist auch neu gemacht, halt mit den Waffen, ne? Dass sie so anlehnen. Ah, das haben sie schon geil gemacht. Da kannst du dich eher weniger beschweren. Was mich halt wundert, ist eher wirklich hier, dass du immer noch keine Munition für den Revolver machen kannst. Das ist die Pistole. Das ist die M4. Das ist die Shotgun und das ist die Sniper. Und das war's. Du kannst für den Revolver, und die haben wir ja. Ist das geil. Jetzt sitzt, die sitzt auch richtig. Sieht zwar gelangweilt aus, aber okay. Die Animationen, die haben sie richtig geil gemacht. Mega. So. Um jetzt nochmal zum Revolver zu kommen. Das ist es ja. Und das müsste die, genau, Revolver-Munition sein. Und die kann ich nicht craften. Ich kann zwar den Revolver craften, wenn ich die kaputten Revolverteile habe, aber ich kann keine Munition craften. Das ist doch ein sehr, sehr, sehr großer Widerspruch. Gut, dann würde ich sagen, war das die erste Folge von Staffel 3 von Mist Survival. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst da gerne einen positiven Daumen nach oben da. Was noch nicht gemacht hat, gerne auch ein kostenloses Abo. Damit unterstützt ihr mich und mein Kanal, würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und wir sehen uns, wie gesagt, dann am Dienstag zu einer weiteren Folge wieder. Wie gesagt, Dienstag und Donnerstag dann immer das Let's Play, dritte Staffel Mist Survival. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen und wir sehen uns am Dienstag zu einer neuen Folge wieder. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao. Ach, Rachel, was machen wir mit dir, hm? Ich kraule dir dein Knie.